Ich spüre diesen felsenfesten Glauben auch oft dadurch, dass ich einfach vertraue. Dass ich Gott so ein bisschen an meiner Seite habe, dass ich mich darauf verlassen kann. Und das merke ich auch in ganz vielen Situationen. Das gibt mir auch ganz viel Festigkeit. Ich bin Thomas Klohn, hier auch oft ganz herzlich Tomek genannt, bin 22 Jahre alt, komme hier aus Velva im Kreis Soest und ich studiere im Moment Jura an der Uni Münster. Meine Beziehung zu Gott, die war und ist auf jeden Fall im Wachstum. Ich habe gemerkt, dass das irgendwie so ein Prozess ist und diesen Prozess, den braucht es auch. Der hat bei mir irgendwie erst spät angesetzt. Also ich würde sagen, ich habe mit der Firmung mit 14, 15 erst so richtig zum Glauben gefunden und habe dann gemerkt, dass es da was gibt, das ich näher kennenlernen möchte und kennenlernen durfte. Und ja, ab dann ging es intensiver los. Die Gemeinschaft an meinem Glaubensleben, die ist auch mit einer der wichtigsten Sachen. Also wir haben jetzt dieses Livestream-Team, dieses Technik-Team und wir haben das zuletzt auf einer Romfahrt erlebt, was das für eine wahnsinnige Gemeinschaft ist. Das bezieht sich aber auch auf andere Gruppen. Also ich bin auch Messdienerleiter und da zu sehen, dass alle sich irgendwie mit ihren Fähigkeiten einbringen und den Laden am Laufen halten, ist wirklich ein wunderschönes Bild. Ich würde sagen, ich gebe mir größte Mühe für einen felsenfesten Glauben. Aber ich denke auch, das ist irgendwie so ein Prozess. Ist ein Weg, den man gehen muss und ich würde sagen, ich bin auf dem Weg. Felsenfester Glaube heißt für mich aber nicht, dass es da keine Zweifel geben darf. Die Zweifel habe ich hier und da auch. Also natürlich hinterfragt man manche Sachen. Oder vor allem, wenn man sich irgendwie gerade eine Bibelstelle durchliest. Ja, es gibt halt Stellen, die kann man nur schwer auf den eigenen Alltag runterbrechen. Und dann hinterfragt man manche Sachen vielleicht schon. Aber ich glaube, diese Zweifel, die sind eigentlich für den Weg zum felsenfesten Glauben sogar sehr gut, weil man dadurch manche Sachen hinterfragt. Und wenn man die für sich selbst beantworten kann, dann festigt das natürlich ungemein. Ich habe schon viele Glaubensgeschichten, Glaubenszeugnisse gehört, die unglaublich ergreifend und spannend und auch für mich selbst bereichernd waren. Aber jedes Mal habe ich mir dann die Frage gestellt, ob ich irgendwie was falsch mache. Ja, bin ich überhaupt gut genug dafür? Aber ich glaube, das waren einfach falsche, irgendwie so falsche Ansprüche, die ich da an mich gestellt habe. Ganz viel gibt mir mein Glaube, würde ich sagen. Zu wissen, man muss Wege nicht alleine gehen, sondern hat immer noch so eine stützende, so eine tragende Hand. Das gibt mir auch im Alltag ganz viel. An den alltäglichsten Stellen und in den alltäglichsten Situationen diese Getragenheit zu spüren, ist für mich unheimlich wichtig und tut mir auch unglaublich gut.